dann haben wir hier noch einen T-Pin, einen T-Stift, der oben verjüngt ist. Ah, der saß noch gar nicht richtig. Er ist nicht besonders scharf, die Kante hier. Ich bin mal gespannt, was passiert, wie dolle man das merkt, aber ich habe einen anderen gerade nicht da. Beziehungsweise nur noch sehr viel heftigeren Kram, den zeige ich gleich. So, der ist auch wieder dünner, das heißt, ich muss erst den hinteren Stift setzen. Muss aber nicht der Fall sein. Kann auch umgekehrt sein. So, jetzt ist er gebunden. Ich drücke ihn tiefer, habe einen Klick und man sieht, dass hier die verjüngte Kante, obwohl sie nicht besonders doll verjüngt ist, ganz schön ordentlich festkeilt. Der Kern hat sich auch dolle gedreht. Natürlich, je länger diese Kante ist, vor allem im Verhältnis zu der Länge von dem restlichen Stift, und je dünner sie ist, umso tiefer wird mein Falsett und trotzdem hänge ich fest. An sich sind T-Pins jetzt nicht so schwer, vor allem wenn man vermutet, dass man es mit einem zu tun hat. Man versucht einfach die Stifte durch und wird feststellen, dass einer nicht besonders dolle gegenarbeitet, früher oder später, ne? Und dann ihn gesetzt haben und das Schloss ist offen. Eine andere gute Möglichkeit ist auch Sippen öfters. Gerade bei so einem C83, was viele Spulen mit verjüngtem Ende hat, öfters mal einfach langsam rüberhaken, quasi über alle Stifte. Dann setzt man damit automatisch die T-Pins. So, hier sehen wir jetzt einen T-Stift, einen selbstgebastelten, nein, einen Pin-in-Pin, einen selbstgebastelten, der aber zum Ende hin als T-Stift fungiert. Das hier ist der T-Stift, das ist der dicke untere Teil, hier ist der dünne obere und hier ist noch eine Hülse oben rüber geschoben, die sich hier frei bewegt. So, bin mal gespannt, was gleich passiert. Mal wieder spannen. Ich habe jetzt auch einen kürzeren Kernstift eingebaut. Weil der Stift doch relativ lang ist und man auch möglichst sehen soll, was passiert, bevor die Hülse bindet. Mal gucken, ob ich das schaffe. Und trotzdem ja natürlich wieder das Problem, dass ich den ersten Stift auf jeden Fall runterdrücken werde. So, nun sieht man, dass die Hülse sich hier verkeilt in der Scherlinie. In dem Moment, und wenn ich jetzt den ersten tiefer drücke, wird er den T-Stift tiefer drücken. Ich werde erstmal ein Knirschen hören, was nicht besonders gut klingt wird, wenn ich das nicht sehen kann und denke, oh, hier stimmt doch irgendwas nicht. So, jetzt keile ich die Hülse weiter nach unten. So, habe ich. Und stecke am T-Stift fest, ne? Es ist noch ein relativ einfacher Pin-in-Pin. Man könnte sowohl Riffel an den oder Rillen an dem inneren Teil als auch an den äußeren Teil anbringen. Das würde die Sache wahnsinnig verkomplizieren. Ist aber auch so schon schwer genug. Na? In dem Fall sieht er ein bisschen sehr viel schwieriger aus, als es dann doch ist, denke ich mal. So, den hier baue ich als nächstes ein. Ich wollte ihn einmal zeigen, bevor es losgeht. Das ist ein Stift, auf dem hier mehrere Scheiben aufgebracht sind. Das ist eine richtig fiese Geschichte. Der kann sich nämlich richtig gut in der Scherlinie verkeilen. So sieht er von oben aus, wenn einen interessiert, wie sowas gebaut wird. Das wird hier oben aufgepilzt, das letzte Stück, um den letzten Ring hier oben zu verkeilen. Wird nicht mehr hergestellt, ist auch bestimmt hammerschwer, das selber nachzubauen. Noch haben wir uns nicht getraut, noch hatten wir auch keine Not dazu, noch haben wir von denen noch welche. Irgendwann wird das vielleicht mal kommen. Wie gesagt, ich baue den gleich ein, dann sehen wir weiter. So, los geht's. Das ist der Dome S-Stift. Gut. Der Picker liegt noch nicht so gut in der Hand. Moment, geht gleich los. Gut, wir müssen ja den hinteren erst setzen. Gut, alles verkeilt. Man sieht schon, wie sich hier die einzelnen Ringe verschieben. Ja, der Stift selber ist gar nicht so schräge und wenn ich jetzt hier Druck aufwende, kriege ich auch gar nicht viel Feedback. Also ganz, ganz wenig Gegendrehung.
Und ich kann auch richtig heftig hier hebeln. Glaub man, ja, man sieht sogar, wie sich der Picker verbiegt. Und ich kriege ihn trotzdem nicht gesetzt. Das heißt, ich muss von Hand hier Druck nachlassen und hänge schon im nächsten fest. Ne? Wieder, wenn ich jetzt hier hebel, kriege ich ein ganz kleines bisschen Gegendrehung. Ah, jetzt hat es sogar geklappt. Diesmal habe ich ihn so setzen können und hänge wieder im nächsten fest. Und ich hebel wieder, kriege ein bisschen Gegendrehung. Oh, der hängt aber fest. Ah, und jetzt ist der hintere Stift wieder zurückgekommen. Oder was da passiert? Hat sich was anderes verkeilt? Ist das noch nicht? Ist das nochmal kurz? Ach, nee. Jetzt. Mein Spanner hat sich gelöst. Gut, nochmal. Der Dom-S-Stift. Den Spanner irgendwie außer Gefecht setzt. Jetzt hat es geklappt. So, wo hängt das nun? Irgendwo hängt das. Da. Da. Der könnte sein, dass der letzte Teil vom T-Stift hier im Dom S-Pin, der hier oben aufgepilzt ist, auch noch als Art T-Pin funktioniert. Das wäre eine fiese Geschichte. So, und zu guter Letzt den Lighthouse-Pin hat ihn jemand genannt. Bill sagte, alle Arten von Sicherheitspin in einem. Hier unten hat er Rillen, mehrere. Ist hier aber insgesamt schmaler, dass er wie eine Spule funktioniert. Dafür sorgt dieses obere Ende hier, das breiter ist. Und als letztes hat er noch ein verjüngtes Ende oben. So, bin auch wieder mal gespannt, was gleich passiert. Der erste ist nicht gebunden. Wieder erst den zweiten setzen. So. Genau, verkeilt sich. Wie ein Serrated Pin, gibt einen Klick. Ah, jetzt ist er auch richtig eingerastet. Wenn ich jetzt hebel. Ah, bisschen Counter-Rotation merkt man, ein bisschen Gegendrehung. So. Sitzt aber ganz schön gut fest hier in der Scherlinie. So. Ah, habe ihn sogar ziemlich heftig gesetzt, der T-Pin ist gar nicht zum Einsatz gekommen. Denke mal, den können wir in Zukunft noch ein Stückchen länger machen. Oder schärfer, eins von beiden. Gut, das war es erstmal soweit für heute. Hoffe, es hat gefallen. Info war ja jede Menge drin, hat also hoffentlich auch was gebracht. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.